Hallo Freunde, es geht hier weiter mit Pokémon Schwert, mit der geilen Aussicht hier. Ist das da drüben die Liga? Die Pokémon Liga? Sieht so aus. Sieht ja mal mega schick aus, oder? Hammer. Cooles Gebäude. Und hier ist wieder so ein... Ja, man liebt es einfach. Bei Pension hast du ja immer so... Diese Wege, die dann immer führen, dass man ein Ei bekommt. Immer so hier, dann raus hier durch. Warte mal. Ich will mal wissen, auch, was hier für Pokémon kommen, wenn man... Vielleicht kommt hier ein Wettzüttel, oder? Dieses Apfel-Pokémon. Knackfühl. Weil ich nicht weiß, was das für ein Typ ist, sonst gibt es zwei verschiedene davon. Und dann sind wir bei. Nein. Erstaunen. Also doch Pflanze. Oder ist der Pflanzendrache? Aber es wird gar nicht aus wie ein Drache. Könnte aber zum Drachen an der. Außen tut er nicht wie ein Drache. Da haben wir Knapfel. Was ist es wohl? Ein Knapfel? Ein Apfel. Ah, scheiße. Das hab ich gesehen. War zu schnell getippt. Kommt noch vor, Fleisch nehmen. Was soll's. Dann mach ich alles zum Schluss des Spiels, weil es nur so Interesse ist halber. Da haben wir jetzt wieder was. Kann man echt die Federn fahren. Wie lang ist die Brücke bitte? Abwehrfeder. Espritfeder, was ist das denn? Alter, was? Was macht denn das hier? Okay. Es kommt einfach das volle, einfach so. Sieht cool. Sieht echt cool aus. Und noch Flammenrad. Kanon. Oh, Alter. Das ist doch richtig schwer. Versuch's einfach mal. Nur Whisky nur fahren, oder? Mach mal einfach mal. Was hier bleibt. Ey, versieh mich nicht, ey. Das gibt's nicht. Das ist schon heftig. Also. Ganz schön heftig. Pflanze. Stimmt ja. Muss ja aber viel verteilen müssen. Ich
Was? Verdammt, ey. Warum hat das so eine scheiße Genauigkeit? Das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Holy fucking shit. Wie krank ist das Pokémon? Endlich. War schon mir mein Verstand zu verzweifeln, ne? 11:20. So. Kann man hier irgendwie heilen? Jetzt weiß ich nämlich, dass er hier auf Beinen ist. Das machen wir erstmal so. So, du gestörter Alter, jetzt mach ich dich aber kaputt. Jetzt mach ich kaputt. Jetzt bin ich aber leid. Zielstörung, Rebecca. Hä? Ja. Er ist doppelt effektiv auf Pflanzen-Pokémon sozusagen. Kranowitz, Level up. Leckmann, ja. Mal wechseln auf Ingenieur. Das Leckmeister. Psycho. Bin mir sicher. Ja, das ist effektiv. Konversion. Volltreffer, ja, nee, ist klar. Geht's noch? Man hat wohl oft hier Volltreffer, ne? So, da war's. Tschüss, ne? Tschüss, tschüss. Schön, dich kennenzulernen. Du kannst so einen. Oh, schon wieder eine. Oder eine Frau. Sag's nicht weiter, aber ich lass mir bei der Arbeit gerne von meinen Pokémon helfen. Was? Sieht aber süß aus. Komische Mundwinkel, ne? Komische Mundwinkel. Wie dunkel. Was macht die denn mit dem Pokémon, dass sie sagt, dass sie sich helfen lässt? Hat nicht das Gift, ne? Achso, ja, weiß ich nicht.
Lass mal den Gift sehr effektiv. Ah, Mann. Knapp. Lebensschelde. Bam. Und ich bin noch mehr, glaube ich, oder? Nein. Oha, jemand, der mir auftrat. Oh, ich spiele mit dem Handy. Als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Boah, die war cool. 1900. Und wir sind endlich da. Wir sind endlich in Kilton. Kilton? Kilton? Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Da ist diese unbekannte Frau, die man gesehen hat, da in der Eröffnungszeremonie. Erstmal gehen wir hier heilen. Bevor wir irgendjemanden irgendetwas anquatschen. Die anderen zwei gehören sich zu uns. Aber auch egal. Bitte wir uns bald wieder. Gleich. Vielleicht können wir ihn mal weglegen. Den einen können wir vielleicht mal behalten. Was ist denn hier los? Kennst du? Warte. Es tut mir außerordentlich leid, aber der liebe Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen, bis bald hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen, gebt gerne noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Wechseln Sie. Ach, der im Trainingsanzug, Alter, wie ist der fett? Nehmen Sie mir die Frage in die Schiebe, Oliver. Aber müssen Sie so streng mit deinen Fans sein? Immerhin sind sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn Sie irgendwie entlastet, kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Bettis ist mein Name, Herr Präsident. Ah ja, Bettis, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals diese Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es also groß. Warte, ich sehe. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren Sie ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Nicht holen Sie mich. Oh, wenn das mal nicht Pokémon ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Dillion wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was zählst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kate Zorn zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Streng dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Das ist mir ein bisschen dubios. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen.
Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Wie ist das? Das ist die Assistentin von dem. Sehr, sehr blöd. Das ist die. Ich will da rein. Hast du nicht gehört, dass wir sie ins Haus gesagt haben? Hol dir so weit den Rest der Ohren. Ja, aber ich will ja so einfach rein. Hol dir ein Haus, hol dir ein Haus. Ich geh mal hier. Ja, hier. Hier ist keine Sau. Warte, bei mir kannst du eine Tour ein mit der SD. Ich mach dir einen besonderen Benzinpreis. Oh. 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 Okay. Interessant. Es macht nichts, wenn das gemeinsame Kochen mal daneben geht. Daraus wird immerhin eine witzige Geschichte für die Zukunft. Plattenlamm. Ich verkaufe verschiedene Sorten von duftenden Rauch. Müsst ihr mir wirklich einfach kaufen? Oh, hier können wir die. Okay. Diese Rauchdinger. Achso, die kann man hoch, okay. Das ist ein Jahrmarkt, das ist hier, ne? Oh, Pokéball. Magnet. Hallo? Hast du zufällig ein Picocella und tauschst du das gegen meinen Wurmball? Ja, Picocella habe ich glaube ich nicht. Wenn du dich jetzt gut vorbereitest und fleißig trainierst, wird die Arena wahrscheinlich ein Klack. Komisch, wenn ich die. Shoppen zu gehen bedeutet im Grunde sich der Entschlossenheit hinzugeben. Ich will ein Hawaii-Hemd. Ah! Die Szene kennt man doch. Die Szene kommt mir doch bekannt vor aus den Leaks. Weißt du? Warte, wo war das hier, ne? So war das, ne? Genau. Wie soll's? Die Galamine 2 ist der perfekte Ort, um knallharte Pokémon zu finden. Ja, schwer, ob wir dürfen nicht lang. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Wir machen hier alles dicht, um die Kaina Schenja zu sabotieren, klaro. Toll. Oh, hier geht's auch runter. Alter, die ganzen Yachten. Was haben wir hier? Muschelglocke. Es fällt an die KP des Treibers immer dann wieder her, wenn dieser dem Ziel Schaden zufügt. Okay. Die Ziehharmonika im Hintergrund. Das sieht aus wie so ein Fischrestaurant. So ein nobles Fischrestaurant. Ne? Da will er mich einladen. Okay. Ja, direkt die zweite Arena. Ne? Apropos. Hier ist noch was. Hyperheiler. Kann man da rein? Man darf nicht zu viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Oh, wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Warum? Weil die See launig ist und ein Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Genau wie ein Trainer im Kampf. Ich mach da Großes von dir. Das sage ich zwar zu jedem, aber ich meine es auch so. Gucken wir uns erstmal die Stadt hier an, bevor wir da reingehen. Wir haben noch zig. Was ist mit der los? Um zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Ja, müssen wir die auch. Nicht, dass du wie aussiehst wie ein Mann. Aber, ne? Du verstehst, was ich meine. Lauf. Alter, die Frauen sehen ja alle so gut aus, ne? Wunderschön. Wenn ein Arena der so schwach ist, steigt er in die Unterliga ab. Was ist denn so ein? Alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker. Alles Essen, was so mag ich auch.
und geh von meiner Mutter bitte weg. Hübsche Mami, ja, hübsche Mami. Oh, und hier ist wieder so ein Schnellreisen-Ding. Das könnten wir doch eigentlich. Das könnte ich machen. Ja. Hier ist wahrscheinlich das gleiche. Jo. So, wir möchten zu Engine City. So, da sind wir auch schon. Krass, wie schnell es geht. Krass, wie schnell das geht. Das will ich gerne auch machen. Zum Hotel. Und noch so einen Auftrag hatten wir. Ich habe den irgendwie gar nicht gesehen. Aber mir. Ich bin gar nicht wahrgenommen, sozusagen, ne? So, Fahrrad und dann in die Hände. So, was gibt's denn? Nee, was mach ich jetzt? Oh, mein Bikotier ist weg. Kann ich dir helfen? Was? Du hilfst mir dabei, mein Pikachu zu suchen, danke. Mein Pikachu liebt es zu pfeifen und im Wasser zu pflanzen. Es versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungestört pflanzen kann. Aber gibt es so einen Ort in Ancient City überhaupt? Es hat einen etwas seltsames Ruf. Es macht immer Vieh. Wenn du das also hörst, pfeif doch mal. Wasser? Na, was hältst du von unserem gleichen Versteck? Wir wollen einen Ringerschaden drauf machen. Ja, Ringerleiter kämpft unabhängig von der Ringerschaden mit Stingern in der Hand zu. Und mit dem Wetter oder ohne Gesteck zu. Wasser. Wir hatten unten Wasser. Wir hatten aber auch noch die Brunnen, okay? Was? Warte mal. Hä? Ich, ein Pikachu? Nein, ich bin nur ein Mensch. Tja, jetzt ist rausgekommen, dass ich hier nackt mal dusche. Ich habe mich mit mir angezogen. Ja, eine kleine Aufmerksamkeit. Man trifft ja nicht jeden Tag mal neue Leute. Flasche Wasser. Wie ist das denn? Was macht denn der hier drin? Dann mach euch mal gut. Ho, 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 ho. Ich bin da nicht aber jetzt, Mann. Was? Was? Oder auf deiner Seite haben wir auch noch was. Wie? Da ist er. Es ist das von Mr. Pikachu. Zum jungen Zugpferd. Okay, warte, dann gehen wir mal gucken. Dann gehen wir mal gucken. Nein, ach Gott schon. Ach, hier finde ich scheiße. Damn. Voll angerappelt, Alter. Ich begrüße dich da. Vielen Dank, dass du es gefunden hast. Hier, ich möchte dir das schenken, weil du mir beim Suchen geholfen hast. Ein Haarspray. Halsspray? Was? Erhöht ein bei Einsatz einer Lärmattacke den Spezialangriff. Okay. Ah ja, hier ist Hotel. Da müsste man noch reingehen. Wollte ich schon reingehen, gucken. Ja, man kann anscheinend auch hier. Warte mal. Was ist das für ein? Ich habe mir extra Urlaub genommen, um mir die Originalscheine nicht ansehen zu können. Mein Name ist Bud Spencer. Was? Man kann hier echt rein. Ich bin einzig und allein hier, um mir mein Match im Engine-Stadion anzusehen. Wenn es richtig umgeht, kann man das Getose der Menge sogar hier im Hotel hören. Was deine Freundin? Wenn man im Stadion ein Match live mitverfolgt, spürt man den Bodenbeben, bis man selbst am ganzen Kapazität hat. Was sind wir hier? Oh, ist das unser Zimmer? Warum ist denn das leer? Wie schick die aussehen, ne? Alter, wie cool das gemacht ist. Was haben wir hier? Noch, ich hab mir die Naturzone etwas glitzern sehen und ich bin gleich hin, um es mir anzusehen. Warte mal, was es war. Sternstücke, ganz viele davon. Hier, ich geb dir eins davon ab.
Oh, nice, danke. Das ist aber nett. Ich könnte es auch direkt hier mal umziehen, weil ich habe ja das Geld. Ne? Fällt mir gerade ein. Das können wir echt auch noch machen. Ja, Zeit sagt. Ja. Ja, ist okay, aber wir hätten noch hier noch ein paar Räume. Hoffentlich erfüllt der Rundstern in deinem Dynamax-Band all deine Wünsche. Boah, du hast ein Dynamax-Band. Das ist super mächtig, weil du damit Pokémon im Tal voll riesig machen kannst, oder? Das sieht aus wie mein Kumpel, also in Real Life. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Hi. Dillion ist der Hammer. Niemand legt es so eine coole Gluckerpose hin wie er. Ach ja. Ach, mein süßer kleiner Engel lässt sich noch so leicht beeindrucken. Dabei weiß doch jeder, dass mein Gluckerpose über und übertroffen ist. Alles klar. Dann haben wir mit denen hier geredet. Und ab dafür nach unten. Gehen wir uns nochmal. Ja, zum Friseur. Pff, man könnte auch Make-up drauf machen. Könnte ich mal ausprobieren. Kostet ja glaube ich 1000 oder sowas, ne? Kann man hier nur runter. Hier hinten, ne? Die Fahrradmusik. Komm jetzt rein. So. Puff das auch noch. Aua. Das ging nicht mehr. Oh, warte. Was ist denn anders? Wollen die einfach random oder warum? Tisch. So. Da war ja was, was ich noch kaufen wollte. Das hier zum Beispiel. Obwohl ich Miss Quapsel besser, oder? Miss Quapsel. College-Jacken. Ja, gut. Muss man jetzt nicht haben. Designer-Jeans. Könnte man die graue nehmen, oder? Komm, ich nehme das hier. So, Schuhe. Schuhe passen natürlich überhaupt gar nicht zu dem. Die Bauchtasche bleibt. Boah, das sieht aber richtig cool aus. Mega, den nehme ich auch. 2900 ist ja nicht so viel. Was? Nee, Brille finde ich aber immer unsympathisch, oder? Und ja, ich finde Handschuhe. Ich finde Handschuhe kann man auch weglegen, oder? So, dann lassen wir das mal so. Das sieht ja optimal aus, ne? So, dann kommen wir zum Friseur. Welcome to the Friseur. Was kann man sich denn hier vorstellen? Augenbrauen! Das ist aber kein Make-up. Augenbrauen Farben. Klar, die Irgendwas kann man auch hier verändern. Aber mit Make-up hat das jetzt voll überhaupt nichts zu tun. Warte mal, das hier. So sieht auch nicht schlecht aus, oder? Das sieht cool aus. Das nehme ich. Oder? Golden.
erstmal golden. Was gibt's denn hier für Augenfarben? Also ich hab eigentlich braun. Dunkelgelb. Ultramarin. Violett. Gelb. Gelb sieht auch krass aus. Hellblau, grün. Und dann Haselnussbraun. Sieht nicht aus wie Haselnussbraun, sieht aus wie gelb. Golden. Was? Sternchen? Was? Hä? Herzchen. Flammen. Per Schwarz. Alter, das sieht so creepy aus. Was? Aber Flammen? Alter, das sieht aber zu heftig aus, finde ich. Mondrot. Wir können ja mal was anderes nehmen, oder? Weiß. Regenbogenfarben. Alter. Ich lasse das so. Nein, nimm doch Mondrot. Sag mal. Ja. Also, dann kümmere ich mich um den Make-up. Der Make-up. Tut mir, mir so Lipgloss auf die Augen oder was? Oder so Puder. Was ist mit der? So. Dann gehen wir mal los. Haben wir denn noch? Die haben eigentlich nichts. Ne? Nichts hier. Können also wieder hochgehen. Warte, da ist noch was. Nugget. Hab ich reingekackt, weil das ist jetzt ein Nugget geworden. So, ui, da müsst ihr aufpassen, dass es nicht rumfliegt. Also kleine Aufträge finde ich immer cool, wa? Mit dem Picochilla. Was ist das denn eigentlich für ein Automat da? Nein! Ich weiß eigentlich gar nicht. Ah, hier gibt es Getränke. Was gibt es daneben? Das geht nicht. Ich klicke drauf, aber passiert nichts. Warte, wo waren wir? In Kelten, ne? In Kelsen. So. So, das ist die nächste Arena. Waren wir hier eigentlich in den Häusern? Ja, ne? Ja, genau. Genau. Aber hier könnte man noch Häuser bauen, finde ich. Das sind ein paar schon leere Flecken. So, da ist ein Lingo. So. Kate ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Die Arena-Mission hat es ganz schön in sich. Sozusagen wie Misty unter sich. Erinnere mich bloß nicht an die Arena, ich bin kläglich am Wasserorden gescheitert. Ich weiß aber nicht, ob ich mir Let's Go holen soll danach. Also nach dem Spiel. Das ist auch noch was. Zwei Supertränke. Was ist das denn hier? Was ist das? Diese Statue der Pokémon, die der Erzählung nach dem Leuchtturm beschützt haben. Sehr, sehr, sehr komisch aus. Hey, ich kenne das Pokémon gar nicht. Ach, das ist dieses Reflex. Sieht so komisch aus. Das ist doch sie. Hallo? Du bist ein Arena-Schänischer, stimmt's? Ja. Schließlich bist du einer der beiden Arena-Changer, die Delion höchstpersönlich empfohlen hat.
Das hat dich unter den Arenaleitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Du erhältst die Liga-Karte von Kate. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Komm mal, nächste Folge mal gucken. Aber dann zum Stadion. So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Ja. Kann sich auch sehen lassen. Und hier ist noch ein TM. Elektronetz, nice. 82. Ja, wir kriegen sie noch vollzählig. Auf jeden Fall. So, warte mal, Leuchtturm kann man nicht betreten. Schade. Okay. Ah, hier geht's auch noch. Ach du Scheiße. Hier könnten wir noch angeln. Können wir gleich noch angeln. Ja gut, müssen wir nicht machen. 5 Netzbälle. Okay, das können wir mal machen, wenn wir alle Pokémon sammeln wollen zum Ende des Spiels. Dann werde ich auf jeden Fall ein paar Special-Folgen raushauen. Sollen ja so viele Parts wie möglich hier vom Spiel gezeigt werden. Ich würde sagen, wir machen den Cut und wir sehen uns dann am nächsten Mal in der Wasserarena. Bis dann, haut rein, ciao.